Heldenhafte Grüße, meine Freunde, und willkommen zurück zu South Park The Fractured Butthole. In der letzten Folge haben wir unserem neuen Gefährten Human Kite dabei geholfen, seinen bösen Zwilling aus einer anderen Dimension in selbige zurückzuverbannen. Und unser nächstes Ziel wird wohl Super Craig sein. Ja, ich werde erstmal, hier habe ich mich umgeschaut, naja, ich werde erstmal so ein bisschen der Hauptstory folgen. Das hat schon in The Stick, oh, draußen bellt gerade ein Hund, ich hoffe, man hört ihn nicht, der ist sehr laut. Das hat schon in The Stick of Truth immer Sinn gemacht, am Anfang erstmal so ein bisschen der Story nachzugehen, denn es wird wahrscheinlich noch jede Menge Spielmechaniken geben, die man hier so anwenden kann, um in der Welt weiterzukommen. Ne, gerade hier in diesen Garagen haben wir ja schon öfters mal, also hier jetzt gerade nicht in der, aber da haben wir ja schon öfters mal so Behälter gesehen, Taschen, an die wir noch nicht rangekommen sind. Das wird dann später noch zugänglich gemacht werden und deswegen, wie gesagt, ne, willst du ein Selfie? Nein, will sie nicht. Ne, deswegen gehen wir jetzt erstmal so direkt rüber zu Super Craig. Und gucken uns dann später hier noch ein bisschen um. Es ist ja auch noch ein Großteil der Spielwelt noch gar nicht erforscht. Oh, wer Pass sind auf, die denn? Das sind Sechstklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefers Mom die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von den Möpsen meiner Mom zu reden. Zwing mich doch, Pickelfresse. Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht sind in Wonder Woman ein paar Titten. Kino ist lahm. Lasst uns ein paar Körbe werfen. Basketball ist doof, Mann. Hey, hey, ich hab's. Gehen wir Eichhörnchen quälen. Alter, wir haben schon gestern Eichhörnchen gequält. Wollt ihr vielleicht noch mehr von meinen coolen Tanzmoves singen? Wer sagt denn, dass du coole Tanzmoves drauf hast? Das hat deine Mom gesagt, bevor ich ihre Titten anfassen durfte. Schaut euch das mal an, ihr Luschen. Jetzt schaut ihr das an, Mann. Den hier hab ich von Asher, ihr Schlampen. Ja, das ist sehr beeindruckend. Meine Fresse, sind die Typen hohl. Okay, um die kümmern wir uns, glaube ich, später noch. Erst trete ich dir in den Arsch, denn die blockieren dann den Weg. Oh Mann, was ist hier los? Oh Gott. Lass die Jungen in Ruhe, du Arschloch! Oh, Verzeihung, Superhelden sollten nicht fluchen. Tun sie aber! Kommt damit klar. Siege Bartels. Okay, und wir haben jetzt, das seht ihr, unseren neuen Freund Human Kite dabei. So sieht's aus. So. Ich habe erstmal ein gasförmiges Geschenk für dich, Bartels. So sieht's aus. Es kann jetzt losgehen. Oh nein, was macht der? Oh. Wenn du X während eines gegnerischen Angriffs drückst, füllt das deine Ultimativanzeige schneller auf und aktiviert deine Gesundheitswiederherstellung. Wir sind Gesundheitswiederherstellung, oder? Naja, egal. Ich will jetzt kein Grammatik-Nazi sein. Okay, drücken wir X. Also, ich heile dann direkt ein kleines bisschen Gesundheit, oder was? Ja, so sieht's aus. Kotz dich aus. Okay. Jo, du bist dran. So. Was hat er denn so? Er hat Brandlaser. Bestreiche? Okay. Mit Lasern bestreicht man offenbar jetzt neuerdings, Leute. Ein Ziel mit Kites Laseraugen. Ja, Moment. Wen sollen wir verbrennen? Schütze einen Teamkollegen. Das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Meine Gesundheit geht noch. Oder war wobei, gut, wir müssen ja nichts hier irgendwie drauf ankommen lassen. Und was wäre das? Ziehe Verbündete in deine Nähe und heile sie. Okay, ich würde mal sagen, ich gebe mir mal einen Shit. Sehr gut. Danke, Human Kite. Ja, na gut, okay, noch nicht. Ich würde sagen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem und dem? Also irgendwie, die schlagen beide Leute zurück. Dazu muss ich hier stehen. Und das andere aber auch, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Mach keine Wissenschaft. Ach so. Leg einfach los. Okay, jetzt.
Ja, warte mal, jetzt sehe ich es da unten. Also mit dem hier kann man noch ein bisschen Entfernung überbrücken, wenn man weiter vom Gegner entfernt steht. Beziehungsweise ich glaube, das knockt den stärker zurück und das ist doch einfach nur ein Schlag, der nicht ganz so stark zurückknockt. Na egal, ich mache jetzt einfach mal hier den Standardschlag. Wups. Das Blatt wendet sich! Halt mal, Vierklässler! Vierklässler-Fasolen, geile Sache! Oh nein, was macht er? Ja. Ah. Aber meine Titten sind mit einer Panzerplatte aus einem Eiswürfelbehälter geschützt. Na egal. So, kann ich jetzt den Laser hier über mich drüber hinweg machen? Ja, das geht offenbar. Okay. Oh, das war zu früh. Bitte, Sie haben einen guten Kratsch. Können wir das nicht beheben? Halt's Maul, du Pussy! Wie cool, dass halt auch die Leute, die eigentlich bei dem Spiel gar nicht mitmachen, hier diese Laser und so die ganzen Attacken als Treffer und so anerkennen. Versteht ihr, was ich meine? Gibt das Sinn? Ich hoffe doch. Was ist denn hier eigentlich mit dem Busch? Zählt der? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich dachte, vielleicht kann ich da Leute da reinboxen. Okay, dann würde ich mal sagen, ich probiere jetzt einfach nochmal das hier, nur mal den Unterschied zu sehen. Im Zweifelsfall irgendwas schlagen. Bombs! Okay, das macht nicht ganz so viel Schaden. Das sollte ich mir merken. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Ja, danke. Es wird noch viel zäher, das kannst du mir glauben. Laut Wetterbericht, Hagelschläge! Oh ja, okay. Versuchen wir nochmal den Laser, diesmal mit etwas mehr Gefühl. Jau! Oh, der blutet vor allen Dingen schon übel. Ich hoffe, dir hat die Laserbehandlung gefallen. Du kannst die Schutzbrille jetzt abnehmen. Oh, ich glaube, der ist gar nicht mehr angeekelt, oder? Dann sollten wir das unbedingt erneuern. Zum Glück gibt es hier kein Friendly Fire. Das wäre noch echt krass, wenn ich hier noch auf meinen Verbündeten achten müsste. Ah, oh, nee, nicht schon wieder der. Ich würde ja ehrlich gesagt gerne mal... Okay, der ist eh gleich down. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne auf meine ultimative Fähigkeit warten, aber... dann würde ich sagen, dann heilst du einfach nochmal. Hier, Kumpel! Ach nee, das war der Schild. Okay, gut, schade. Dann probiere ich mal was. Vielleicht überlebt er ja den nächsten Zug noch. Ich heil mich mal. Ja, okay, gut. Dann kann ich durch meine Gegenstände durchstöbern und kann den Weg einsetzen. Alles klar. Hier kommt kein Quicktime-Event, oder? Nein? Ah, gut. Wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben gewesen. Und damit ist die Ulti bereit. Ja, du kannst hier machen, was du willst. Du bist so im Arsch, du Arsch. Bereit zum Abflug? Ja, oh, er hat natürlich auch eine Ulti. Dann gucken wir uns doch einfach mal die an, würde ich sagen, oder? Jawoll. Humankind, leg los! Ist auch gar nicht übertrieben. Alter, krass. Hat das jemand gefilmt? Ja, hoffentlich. Na, ich hab das aufgenommen, Kyle. Das landet demnächst auf YouTube. Und ich habe verklebte Katzenhaare gekriegt. Ist ja toll. Das ist definitiv die angemessene Belohnung für einen Helden wie mich. Ja. Okay, Mobbermatcher besiege 10 Sechstklässler. Wow, gute Arbeit, Neuer. Das waren Sechstklässler. Weiter so. Tja, kannst du mal sehen. Okay, ist gesperrt. Ich habe doch jetzt gerade ein Level dazu bekommen, ne? Kann ich hier irgendwas drücken, um aufzuleveln? Nein. Hier vielleicht. Charakterbogen? Geht das? Hier. Dein Charakterbogen zeigt deinen Fortschritt auf deinem Superheldenabenteuer an. Verdiene dir Titel, um deinen Charakterbogen weiter auszufüllen. Außerdem erhältst du dafür EP und der Kuhn legt dir eine Belohnung in die Spielzeugkiste in deinem Schlafzimmer. Okay. So, momentan bin ich nur der Neue. Meine Machtquelle ist mein Arsch. Ich habe noch keine Ethnie, kein Geschlecht, kein Gesinnung, keine Religion. Das seht ihr halt selber. Das können wir dann wahrscheinlich später dann irgendwie noch auswählen. Ja, ich bin jetzt Rang 2. Ach so, okay, hier sind diese Titel. Also benutze 2 unterschiedliche Toiletten und erreiche ihre höchste Meisterstufe. Hä, das habe ich doch schon. Habe ich bei den Toiletten, auf denen ich bisher war, nicht irgendwie immer Perfektes gemacht oder so? Ich weiß es nicht. Okay.
wird schon irgendwie seinen Sinn haben. Okay, neuen Sechstklässler müssen wir noch hier verprügeln. Und ansonsten sind wir noch nicht so weit. Wir müssten aber eigentlich schon eine Belohnung gekriegt haben für Influencer Level 1, ne? Na, egal. Ja, genau hier. Und dafür gibt's irgendwas zum Anziehen, wenn ich das richtig sehe. Das sollte ich vielleicht irgendwann nochmal in mein Haus gehen. Aber gut, da kommen wir auch schon früh genug hin. Und Klo-Nutzer habe ich auch freigeschalten. Ach so, okay, gut, das habe ich schon geschafft und ich muss jetzt nochmal zwei verschiedene Toiletten benutzen. Gut, okay, habe ich begriffen. Dann haben wir hier unsere Verbündeten. Da ist momentan nur Human Kite. Ah, er ist ein Kite-Alien, okay. Ein asexuelles, genderneutrales Kite-Alien. Auf Kyles Planeten gibt's also keine Geschlechter. Er ist rechtschaffen natürlich. Er ist Anhänger des Kiteismus. Die Machtquelle sind Sonnenwinde. Ja, das ist ganz ähnlich. Auch bei mir sind quasi Winde die Machtquelle. Andere Winde. Und sein Kryptonit ist Marm. Okay, er ist ein Elementaristen-Blaster, also eine Doppelklasse. Ja, Elementarist wird später auch mal noch eine Klasse sein, die wir auswählen können. Wir werden später mehrere Klassen haben können. Und dann Fähigkeiten hier so durchschalten. Und sein richtiger Name ist natürlich Kyle Brofslowski. So, was anderes habe ich noch nicht. Beschwörungen und Fürze und so. Nee. Okay, Inventar könnte ich hier überprüfen. Sorry, wenn ich da hier jetzt mal ein kleines bisschen Zeit verschwenden muss, aber ich will mir das mal ein bisschen angucken. Ah, Crafting. Ah, okay. Das könnte ich mir machen. Buch der Liz. Kann ich mir das mehrfach machen? Ja, offenbar schon. Okay, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ist, denke ich, nicht verkehrt, weil 10% schnellere Ulti-Aufladung. Was ist denn hier noch neu? Vielleicht, ach so, okay, neue Titel, die ich mir verdienen kann. Was habe ich so an Kostümen? Ja, stimmt. Da das hier ein Ubisoft-Spiel ist, gibt es tatsächlich... Nein, will ich jetzt nicht drauf zugreifen. Es gibt ja tatsächlich eine Assassinen-Rüstung. Das ist die von Ezio aus Assassin's Creed Brotherhood. Und es gibt eine Art, die habe ich doch schon freigeschalten. Das ist so eine Art Iron Man-Anzug. Aber ich will ja hier niemanden nachmachen, sondern ich will mein eigener Superheld sein. Okay, hier gibt's nur diese Ubisoft-Geschichten. Basis-Make-up hätte ich so eine Art Streifen über dem Kopf, okay. Also über den Augen. Dann haben wir diverse Bärte. Das ist so eine Macke, die... Was? Was zur Hölle? Okay, das ist wahrscheinlich, wenn man einen abgefahrenen Mutanten spielen will. Ganz ehrlich, ich habe da hier so eine kleine Macke bei solchen Spielen. Ich wäre dann wirklich das einzige Kind in ganz South Park, was mit einem Bart rumläuft. Und irgendwie... Ach ja, also... Keine Ahnung. Klingt jetzt zwar doof, aber das ist mir bei allem, was in South Park so abgeht, doch zu... Ja, ich weiß auch nicht. Ich mag das nicht. Ich will trotzdem, trotz allem Abgefahrenen, was hier so los ist, trotzdem immer noch ein ganz normales Kind ohne Bartwuchs sein. Versteht das bitte. Okay, Accessoires. Ja, ja, nicht. Oh, ich habe eine... Ich könnte noch eine Maske auswählen, aber ehrlich gesagt, nein. Dieses Stein-Make-up ist meine Maske. Und dann hätte ich hier... Oh, das ist auch Ubisoft-exklusiv. Okay, gut, dann nicht. Dann lasse ich das jetzt erstmal. So, mit dir kann ich doch jetzt bestimmt ein Selfie machen, oder? Ja, natürlich willst du ein Selfie mit deinem Helden machen. Ja, ich habe dich gerade gerettet und ich möchte noch ein Selfie mit dir. So läuft das hier bei uns Superhelden. Einmal da ranzoomen. So, damit unser neuer Freund auch schön im Bild ist. Mein Frosch muss aber mit aufs Bild. Hey Leute, den habe ich gerade gerettet. Juhu! Juhu, okay. Krass, wie du den Sechskläffler fertig gemacht hast. Vielleicht werde ich auch mal so stark. Nein, wirst du nie. Entschuldige mich jetzt bitte, während ich dein Haus ausräume. Hallo, Mr. und Mrs. wie auch immer. Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Selfie. Alles klar. Und was ist mit ihm? Hast du Jimmy gesehen? Seid ihr zwei Freunde, Superheldenverbündete oder sowas? Ja, das sind wir. Wir sind im gleichen Team. Möchten Sie vielleicht ein Bild mit dem Freund Ihres Sohnes?
Hallo? Hilf erstmal Jimmy mit seinem kleinen Projekt, ja? Einverstanden. Okay. Wir müssen Jimmy helfen, das machen wir natürlich gerne. Superhelden müssen zusammenhalten. Und das Haus ihrer Eltern ausräumen. Es ist immer wieder cool, wie man hier alles ausräumen kann und kein Mensch beschwert sich drüber. Ist auch ein bisschen wie ein Pokémon, ne? Da kann man ja auch immer in jedes... Ja. Da kann man ja auch in jedes Haus reingehen und es beschwert sich keiner drüber, auch wenn man da gar nicht wohnt. Oh, was haben wir hier? DNA. Oh, wie cool die das hier machen. Also erstmal cool, dass die Eltern sowas hier mitmachen, ne? Dass die Kinder hier sowas bauen können, aber es ist echt cool. Und es steckt so viel Fantasie drin. DNA, also irgendwas... Irgendwie so eine Art DNA-Scanner oder was soll das sein? Alter, also sowas hätte ich auch gerne als Kind gemacht. Ich meine, ich war handwerklich komplett unbegabt, bin ich immer noch. Ich glaube, bei mir hätte das nicht so schick ausgesehen hier, aber das ist echt cool. Alter Schwede, was haben wir hier? Jede Menge Zeitungen, okay. Keine Ahnung, was das sein soll. In den Schrank kann ich wohl nicht reingucken. Gut, dann schade eigentlich. Aber ich würde gerne wissen, was das ist. Kann ich hier dann später irgendwas machen? Naja. Finden wir vielleicht noch raus. So, ich will hier auf jeden Fall auch auf die Toilette gehen, ne? Gucke ich mich aber hier im Schlafzimmer um. Ja, das ist alles Crafting-Material. In The Stick of Truth, also finde ich eigentlich besser als in The Stick of Truth. Da hat man immer wieder so Schrott gefunden. Der hat zwar vom Namen her immer wieder auch auf eine bestimmte Folge der Serie angespielt, aber war dann letzten Endes nur zum Verkaufen da. Hier kann man wenigstens was aus dem ganzen Schrott machen. So, oh, eine Leiter. Die ist natürlich für Jimmy, denke ich mal. Okay, mal schauen, was die hier so unterm Spiegel versteckt haben. Sterne, okay. Ein neues Make-up, würde ich mal sagen. So, ich muss erstmal mein Geschäft erledigen. Was muss, das muss. Oh, eine Stufe 4 Toilette. Ach du Kacke. Oh, ich glaube, ich habe es schon ein bisschen versemmelt. Man darf, glaube ich, dieses grüne Gas, also das grüne... Oh, was? Alles klar. Die grüne Leiste darf, glaube ich, nicht alle werden. Man hat zwar immer wieder Zeit, hier aufzufüllen. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, das wird knapp. Okay, nochmal Gas auffüllen, komm. Noch einmal alles geben, bitte. Oh Gott, das ist ja... Komm, komm, komm. Nein, ah, schade. Ah, das versuche ich nochmal. Komm, das muss gehen. Ah, das letzte war jetzt fies. Einmal drehen und aber mit dem anderen nur hin und her hoch und runter wackeln. Da muss man schon ein bisschen multitaskingfähig sein. Kacken will eben gelernt sein. So, soweit so gut. Einmal rotieren wie ein Weltmeister. Komm, 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 ja. Ja, okay. Komm, schneller, schneller, schneller. So. Ja, und jetzt wieder rotieren, 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 rotieren. Gas ansammeln. Oh, was? Sehr schön. Okay, das läuft, glaube ich, besser als beim letzten Mal. Jetzt kommt es drauf an, was die letzte Herausforderung zu bieten hat. Oh, Mann, was... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jawohl, ja, geschafft. Geschafft. Auch diese Toilette ist bezwungen. Keine Toilette ist vor meinem goldenen Wunderarsch sicher. Das klingt falsch. Ja. Ich habe geknödelt. Gut. Oh, danke, dass ich Ihre Toilette benutzen durfte. Sie sollten da vielleicht jetzt für die nächsten 2 Wochen nicht reingehen. So. Alles klar, mach's gut, Kleiner. Ich weiß, ich bin dein Held und so weiter. Irgendwas kann man doch auch hier machen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich hier sowas mit so einem grünen Standfuß gesehen habe. Das ist auffällig, wenn es solche Gemeinsamkeiten bei Objekten gibt. Kann man vielleicht später noch was mitmachen? Wer wohnt denn hier? Oh, hier wohnen die Goff-Kids. Alles klar. Nicht viele Nachrichten. Lauschiger, flutschiger Spaß mit Kindern. Was haben sie denn hier im Regal? So, einen Keller können wir nicht. Was ist noch so in Küche? Oh, hallo.
Hey! Jede Wette, Bradley und du passen zusammen wie Minze und Beeren. Also ich muss sagen, Minze und Beeren, das ist wirklich eine geschmacklich intensive und knusprige Mischung. Ja, und es gibt ja auch in South Park einen Superhelden, der eine Macht hat, die genau auf dieser Kombination beruht. Glaubt es oder nicht? Mintberry Crunch! Okay. Ich frag mich, ob der auch noch dem Team beitritt. Das wäre echt cool. Der hat nämlich, anders als die meisten anderen Kinder hier, auch echte Superkräfte. Und das wäre natürlich krass, einen richtigen Superhelden hier im Team zu haben. Obwohl Mysterion auch. Also Mysterion und Mintberry Crunch, die beiden sind hier in South Park die richtigen Superhelden. Oh Mann. Oh, böse. Morgenstern. Ich nehme nicht an, dass du ein Foto willst. Vergiss es, du Späßer. Alles da. Gork Keyboard. Okay. Sonst noch was? In der Kiste? Diese Stadt geht in Arsch. Es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen. Sieht also scheiße aus. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. In Ordnung. Pitman beteiligt sich an satanischen Ritualen. Machen Superhelden sowas? Ach, was soll's. Bist du ein Spießer, riech ich auf 100 Meter. Ja. Verpiss dich! Ach, ist ja gut. Langweiler. So, wir müssen also ihr Necronomicon oder was auch immer finden. Ah, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, liegt sie oben drauf? Nein. Ist hier am Bett noch irgendwas? Nein. Okay. Hier ist gar nichts in dem Schlafzimmer. Hier ist ja echt nichts los, Mann. Oh, eine weitere Schüssel. Liegt hier irgendwo ein dunkles Buch mit Ritualen oder so? Nein? Na gut. So, dann erstmal wieder raus, was keine Miete zahlt. Alles klar. Was ansammeln. Stufe 3, das sollten wir doch inzwischen mit links hinkriegen. Ja, so. Fast geschafft. Oh. Die 2 noch drücken. Jawohl. Easy peasy. Schließmuskelfrucht. Aber kreative Namen. Muss man den schon lassen. Okay. Hallo. Hier ist ja ein Buch. Oh. Ich hasse dieses Kind jetzt schon. Der Kristallschädel? Ernsthaft? Von allen Filmplakaten, die er hätte dahin hängen können. Es ist einfach nicht richtig. Es ist einfach falsch. Es ist einfach so falsch. Na gut. Geschmäcker, über Geschmack lässt sich streiten, aber nicht über diesen Film, der war scheiße, okay. Ah ja, hier scheint das schwarze Buch zu sein. Ein wichtiger Gegenstand, ganz ohne Zweifel. Falls wir hier wirklich einen Dämon beschwören, ich werde Ihnen zuerst befehlen, dieses Plakat herunterzureißen. Es ist eine Schande für die Menschheit. Du hast den heiligen Folianten gefunden? Leg ihn in den Zauberkreis. Ja, alles klar. Und nun? Jetzt die heiligen Kerzen anzünden. Nein. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Na gut, ja, brauche ich ein Feuerzeug oder so, ne? War hier ein Feuerzeug drin? War ja eigentlich nichts, ne? Ich war in den Zimmern, da war nichts Auffälliges mehr. Hier irgendwie noch? Nö. Den könnte ich einschalten. Ah, da passiert auch nichts weiter. Okay. Tja. Da müssen wir hier wohl später nochmal hin. Ich frag mich, warum mich die Goth-Kids nicht mehr mögen. In der Stab der Wahrheit hat man sich eigentlich ganz gut mit denen verstanden. Ab einer gewissen Stelle. Aber na gut. Oh, Zigarettenstummel. Ja, daraus kann man bestimmt viele tolle Sachen basteln. Du erinnerst dich super, Craig.
Jacks Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Oh. No Drone Zone da oben. Oh, da hinten sehe ich es noch, eine Tasche. Dann gehe ich jetzt einfach erstmal zu Super Craig. Wie gesagt, man kann hier nicht alles gleich auf einmal machen. Vielleicht schalte ich irgendwie noch eine Fähigkeit frei, mit der man dann Sachen anzünden kann. Irgendwie Fürze anzünden würde ja Sinn machen. Aber guck mal, da oben ist auch noch sowas, was explosiv ist. Dann kann man vielleicht den Kühlschrank dann aufsprengen. Ja. Also hiermit geht's garantiert nicht. Naja. Gut, okay. Dann gehe ich mal zu Super Craig. Hallo? Jemand zu Hause? Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es, Super Craig. Ich bin kein Bürger. Ich bin Batman. Aber ich kann im Moment niemandem beim Problem behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig. Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Alles klar, dann helfen wir mal Super Craig. Vielleicht und dass Super Craig schwul ist, ist mir ehrlich gesagt egal. Das sollte, oder besser gesagt, ist heutzutage eigentlich kein Problem mehr. Der niedrigen Schwerkraft auf ihrem Heimatplaneten. Dafür Ja. Ich komme gleich zu dir, Super Craig. Aber erstmal, Super Craig, muss ich sagen, das muss ich einfach loswerden. Es sollte einfach heutzutage überhaupt kein Problem mehr sein, dass jemand schwul ist. Das sollte in etwa dieselbe Relevanz haben wie meine Lieblingsfarbe ist blau. Ja. Also, was haben wir denn hier drin? Okay, jede Menge Sportzeug auf jeden Fall. Oh, da unten ist ein Katana. Krass. War das aus der Ninja-Folge? Ich glaube schon. Ah, und was war denn das für ein Superheld mit dem G da drauf? Das weiß ich nicht. Was haben wir noch so? Hier, ein Regenbogen. Das, logisch, da oben eine Alien-Puppe, Rakete. Ja, oh, das Outfit von der Folge mit den, sagt mal, mit diesen Panflötenspielern, das war auch cool. Vielleicht hat er daher auch sein Meerschweinchen. Ich hoffe, es ist nicht so groß wie in der Folge. Naja, ihr könnt ja wie immer das Video anhalten, wenn ihr euch noch ein bisschen näher die Sachen da angucken wollt. Vielleicht entdeckt ihr ja mehr Anspielungen als ich. Übrigens dürft ihr mir natürlich immer solche Sachen schreiben, ne? Also bitte auf keinen Fall die Geschichte spoilern, das ist klar. Aber wenn ihr Anspielungen seht, ne, zum Beispiel Space Trek, dass das was mit Star Trek zu tun hat, das weiß ich selber. Aber ich meine jetzt so Anspielungen auf Folgen der Serie, die ich vielleicht nicht erkannt habe, die dürft ihr mir wirklich sehr gerne schreiben. Warum? Warum ist das Wasser noch da drin? Warum? Ah, okay, alles klar. Schnell kacken und dann raus hier. Ja. Oh, nur Stufe 2. Also, dass ich mich echt jetzt noch mit sowas hier... Dass ich... Also wirklich, ich verschwende hier meine Zeit, ne? Kacke vor die... Ich meine, Perlen vor die Säue. Na, ja, abschütteln. Schwebender Schildkrötenkopf. Ja, alles da. Das ist natürlich auch eine Art und Weise, das zu bezeichnen. Moment, war ich jetzt hier schon drin? Oh, nein, ich glaube nicht. Hallöchen. Sind das deine Haare im Bad? Ja, musst du. Etwas Privatsphäre, bitte. Ein Selfie und ich bin weg. Na gut. Da brauchen wir wohl auch mehr Freunde dafür, bevor wir das bei ihr machen können. So, alles klar. Dann gehen wir mal runter und helfen Super Craig. Oh. Küche. Die fehlt natürlich auch noch. Ein Burrito. Ich glaube, damit kann man seine Fürze aufladen. Das war zumindest im letzten Spiel so. Allerdings waren da Fürze auch noch eine eigene Fähigkeitenkategorie. Also von daher... So gut. Sack nie Zeit. Oh Leute, ich würde mal sagen, es ist zwar hier gerade ein fieser Cut, aber es ist leider schon wieder ran. Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. Ja, das kann natürlich sein. Aber die Folge ist hier trotzdem zu Ende. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. In der nächsten Folge helfen wir dann Super Craig. Okay, ich lasse das schon sein.
lasst mir bitte wie immer eine Bewertung da und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Haut rein!